Liebe Gemeindeglieder unserer beiden Kirchengemeinden Östringen und Odenheim, die erste Woche mit Corona-frei liegt hinter uns. Ich weiß nicht, was das für Sie, für euch alle bedeutet hat. Jedenfalls haben wir eine ungeheuer dynamische, ungeahnte Entwicklung in dieser Woche erlebt. Vorläufiger Höhepunkt heute, Ausgangssperre. Erster Tag. Und wow, dann lese ich mal wieder die Losungen der Herrenhuter Brüdergemeinde, wie ich das schon so viele Jahre tue. Und ich traue meinen Augen nicht. Ich kann nur staunen. Da wurde schon vor langer Zeit, in der an Corona kein Mensch auch nur im Traum gedacht hätte, Folgendes ausgelost. Der Herr spricht: Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke. So heißt es in 3. Mose 26, Vers 6. Und das an Tag 1 der Ausgangssperre. Wow, sagte da auch meine Tochter, als ich das beim Frühstück heute Morgen vorlas. Frieden für unser Land. Schlafen ohne Angst und ohne Albträume, ohne Schrecken in der Nacht, ohne Sorgen, was da wohl noch alles kommt. Klar, der Tag heute wird anders aussehen, dieser Samstag. Wir werden wieder die eine oder andere Hiobsbotschaft verkraften müssen. Und ich meine damit nicht die Tatsache, wie heute live erlebt, dass Lidl um 8 Uhr öffnet und um 8.03 Uhr die letzte Klopapierpackung verkauft ist. Ja, es geht um Leib und Leben, aber eigentlich noch um so viel mehr. Wem traust du jetzt, wo die Oberfläche deines Lebens sichtbar angekratzt wird? Da tut er gut, dieser Satz. Der Herr spricht: Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke. Er hat's in der Hand. Er hat alle Macht, für uns zu sorgen. Beten wir darum. Vertrauen wir uns ihm an, dem Herrn Jesus Christus. Ein kleiner Hinweis noch: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht, so heißt es in der Bibel. Und darum sind wir beiden Kirchengemeinden im Hintergrund dran, genau für das Zweite zu sorgen. Ich habe deshalb die Bitte, immer wieder mal auf dieser Homepage vorbeizuschauen. Wir sind gerade dabei, uns einiges einfallen zu lassen. Vielleicht ein Gottesdienst auf Video oder ein Newsletter, den man abonnieren kann. Wir haben gute Ideen. Vieles ist neu. Und darum brauchen wir jetzt noch etwas Zeit dafür, diese Ideen richtig zu starten. Bleiben Sie alle gesund. Bitte beachten Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Und bleiben Sie gesegnet. Jetzt, heute und in diesen kommenden Tagen. Wir sehen und wir hören uns.